Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Kollege Ströbel, ich habe Ihren Worten gerne gelauscht und ich werde versuchen, bei meiner Redezeit jetzt etwas kürzer zu bleiben, damit wir wieder im halbwegs in den Rahmen reinkommen. Ich glaube, das ist möglich, weil die wesentlichen Punkte zu diesem Gesetzgebungsverfahren gesagt sind. In den letzten 5 Jahren sind die Einbruchsdiebstähle um 30% angestiegen, auch wenn sie jetzt in letzter Zeit wieder etwas runtergegangen sind. In der langen Tendenz steigen sie an. Das haben wir auch gesehen. Alle 3 Minuten findet ein Einbruchsdiebstahl statt. Das ist etwas, das können wir nicht hinnehmen. Ich glaube, über alle Fraktionen haben wir klar gesagt, dass das etwas ist, was wir nicht tolerieren wollen. Die Ansätze, da unterscheiden wir uns etwas. Aber ich glaube, deswegen hat diese Koalition auch nicht einen Ansatz gewählt, sondern sie hat verschiedene Ansätze gewählt, die richtig sind. Bei einem sind wir, glaube ich, zwischen allen Fraktionen einer Meinung zu sagen, wir brauchen mehr Polizei vor Ort, dass wir etwas machen können. Wir müssen den Ermittlungsdruck einerseits erhöhen und, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr Kollege Tempel, auch die Präsenz alleine bringt schon was. Das ist ja auch das, was wir vor Ort an Erfahrung machen. Deswegen haben wir auch den Teil, den der Bund machen kann, gemacht, indem wir 7.500 Bundespolizisten mehr einstellen, 1.300 Polizisten beim Bundeskriminalamt, rund 10.000 Personen bei den Sicherheitsbehörden. Das wird schon wirken, und das ist das, was wir haben beim Personal machen können. Wir haben aber auch gesagt, wir müssen auf der anderen Seite, denn die Länder können wir nicht beeinflussen, die können wir anschubsen, und ich bin gespannt, was in Nordrhein-Westfalen passieren wird, aber wir müssen auf der anderen Seite auch Anreize schaffen, dass Bürgerinnen und Bürger die Dinge, die sie machen können, machen wollen, auch umsetzen können. Das sind die Sicherungsmaßnahmen im eigenen Wohnungsbereich. Da war es richtig, dass wir gesagt haben, wir setzen die Grenze der Förderwürdigkeit runter auf 500 Euro. Und ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, auch die, die es sich eben gerade nicht leisten können, bestimmte Maßnahmen zu machen, wären bei der höheren Grenze von 2.000 Euro nicht dazu gekommen. Deswegen sind 500 Euro, glaube ich, richtig. Ich bin gespannt, ob die Verfahren dann auch so einfach ausgestaltet sind, dass Bürgerinnen und Bürger wirklich diese Maßnahmen in Anspruch nehmen. Meine Vorrednerin hat es gerade zu Recht gesagt, 50 Millionen Euro sind dafür bereit. Ich hoffe, dass die Verfahren, wie gesagt, sehr praxistauglich sind. Und beim dritten Bereich, das ist der dritte Bereich, da sind wir im Dissens, das ist die Straferhöhung. Und wenn ich mir so ein bisschen anschaue, wie Wohnungseinbrüche sich in den letzten Jahren entwickelt haben, mehr Banden organisiert, ich sag mal mit einer deutlich höheren Schwere und Brutalität. Es wird eingedrungen in die Wohnungen, auch wenn die Leute schlafen im Bett, dann wird die Wohnung ausgeraubt, und wenn sie denn aufwachen, dann drohen ihnen hohe Gefahren, und dann wird gegen diese Personen auch vorgegangen, oft gegen ältere Menschen. Da ist also eine starke Kriminalität im Spiel organisiert. Und da muss ich sagen, da muss auch das Strafmaß irgendwie der Intensität der Tat entsprechen. Und deswegen ist es richtig, dass man auch das Strafmaß erhöht. Und wenn die Höhe des Strafmaßes nie eine Rolle spielen würde, auch als Abschreckungsgrad, dann müssten wir das ja bei allen Taten diskutieren. Dann müssten wir überall sagen, was macht es überhaupt für einen Sinn, ein hohes Strafmaß bei einer sehr schweren Tat zu haben. Und wir stufen eben den Wohnungseinbruch in die Privatsphäre, das Eindringen, also eine schwere Tat ein. Und ich glaube, das ist richtig. Dieser Dreiklang ist es. Dieser Dreiklang ist es, den wir als Gesetzgeber diesem Phänomen der kontinuierlich ansteigenden Wohnungseinbruchskriminalität entgegensetzen. Und ich glaube, das ist ein richtiges Zeichen, wenn man so etwas erkennt. Wir haben in den Debatten viele Punkte diskutiert, viel gemeinsam mit der Bundesregierung Details angesprochen. Eine Expertenanhörung hat uns unterschiedliche Ansichten gezeigt. Aber so wie ich glaube, die weitestgehende Meinung der Koalition und die Punkte, wo wir doch sogar auch mit der Opposition einig sind, bestätigt, dass wir bei so einem schweren Delikt auch die Vorratsdatenspeicherung nutzen wollen, um Ermittlungsansätze zu haben. Wenn wir von Bandenkriminalität ausgehen, dann auch die Hintermänner festzustellen, das ist folgerichtig, und wir müssen schauen, wie sich dieses Instrument in nächster Zeit weiterentwickelt. Wir haben, glaube ich, die richtigen Maßnahmen hier getroffen, und ich würde mir wünschen, wenn wir jetzt nicht im Dissens auseinandergingen, sondern hier gemeinsam dieses Gesetzespaket beschließen würden für mehr Sicherheit für unsere Bürgerinnen und Bürger. Zumindest 2 von 3 Maßnahmen sind, das sagen alle Fraktionen, gut. Und bei der dritten, glaube ich, könnte man auch mitgehen. Wir könnten es vielleicht heute gemeinsam beschließen. Und dafür werbe ich. Ganz herzlichen Dank.
Herzlichen Dank auch für die Umsetzung des angekündigten Versprechens. Ich